So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute mal das Schild, was mit Dragon's Teeth dazu kommt, mal so ein bisschen ausgetestet. Das kann man in der CTE momentan, ich glaube, das wurde heute oder wann auch immer reingepatcht. Auf jeden Fall kann man damit rumlaufen und das ein bisschen austesten. Das Ganze habe ich gemacht und ja, ne? Also so wie es jetzt ist, die Flamen auch alle schon im Forum rum und hier und da. Overpowered und bitte ändern, bitte ändern, bitte ändern. Und das muss auch wirklich geändert werden, weil wenn das so ins Spiel kommt, dann wird Battlefield 4... sowas von unspielbar sein, weil so wie es jetzt ist, erstmal, es one-hittet jeden. Also man kann damit One-Hits verteilen, einmal schlagen, der Gegner ist down. Und zweitens, klar, dafür ist es auch gedacht, man kann die Kugeln damit abwehren. Also echt cool, wenn da jetzt so zwei Gegner sind, die schießen auf einen, einfach das Schild raus, die Kugeln abwehren und dann weiterlaufen. Ist echt cool, dafür ist es auch gedacht. Aber ich sag mal so, in Trailern und so weiter funktioniert das Ganze super. Aber im Spiel, wenn man den Spielern sowas gibt, dann ist es klar. Damit kann man Kugeln abwehren, das Ding one-hittet. Es werden so verdammt viele dieses Schild mitnehmen und damit einfach only rumrennen. Was auch Spaß macht, muss ich sagen. Ich habe es ja selber heute gespielt, das macht wirklich Spaß. Aber es wird halt so auf die Dauer so ein bisschen das Spiel zerstören, denke ich. Beziehungsweise nicht zerstören, aber so ein bisschen, ich sag mal, es wird eine nervige Sache sein. Weil im CTE ist es jetzt so, man kann das Ding nur mit dem Versorger mitnehmen, das Schild. Und dementsprechend haben auch alle LMGs dabei und so weiter. Klar. Und im normalen Battlefield, sage ich mal, ist es denn so, dass auch viele mit anderen Waffen rumlaufen, die nur 30 Schuss haben. Heißt, es werden so viele damit spielen, die 30 Schuss vom Gegner abwehren, wenn er nachladen muss, einfach hinrennen, hinjumpen und ihm einen One-Hit mit dem Schild geben. Das werden so verdammt viele machen. Und deswegen muss das unbedingt mit diesem One-Hit erstmal gepatcht werden, wie weit das Ding denn noch nervt. Oder vielleicht nervt es auch gar nicht, vielleicht nehmt es dann gar nicht mehr so viele mit. Man weiß es nicht, sind nur Vermutungen. Aber mit dem One-Hit werden es definitiv viele, viele mitnehmen und auch so spielen. Und das ist dann halt auch wirklich schon ziemlich nervig. In COD gibt es das Ding ja auch. Selbst da braucht man zwei Hits mit dem Schild. Und ich will es jetzt hier auch nicht so groß rausposaunen, aber es ist auch eine beliebte Taktik momentan, mit dem Schild rumzulaufen und C4, die Gegner-Schüsse mit dem Schild abzuwehren, dann C4 zu werfen. Falls auch andere Leute mit dem Schild rumrennen, ist das echt, ja, eine gute Möglichkeit momentan. Ich hoffe, euch haben die kleinen Eindrücke vom neuen Schild gefallen. Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Mich würde es echt interessieren, was ihr dazu denkt, wie sehr das Spiel damit, ja, dann spielbar ist oder halt auch nicht. Ich verabschiede mich von diesem Video. Falls euch das gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt viel Spaß in Battlefield und ich sage bis zum nächsten Video, Leute. Bis dann!